Es ist tatsächlich nämlich auch was Neues, so, wo ich mich ein bisschen ins kalte Wasser werfe, sozusagen. Wenn wir einfach mal starten, Rick. Ich weiß nicht, ob der Poetry Slam was sagt, der Begriff. Wahrscheinlich Ja, schon, kenne oder? ich. Ja. Ich habe damit überhaupt gar keine Verbindung. Ich kann das auch nicht. Aber ich bin ja bekennender Plan-Z-Hörer und habe natürlich dann auch die ein oder andere Anekdote mittlerweile aufgeschnappt. Und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Und ich würde das jetzt einfach mal vorlesen. Als sozusagen als kleines Poetry Slam Intro, wie man, und die machen das ja, die lesen da vor, nicht? Also ich habe ja, ich fange Ja, einfach mal an. bin Okay, also, gespannt. pass auf. Ja. Rick Salainzabel, 28 Jahre und unna jung, war Padawan-Schüler des berühmt-berüchtigten Gorillas Mr. Greipel. Und ja, als Meister fliegt man seinem Padawan-Schüler hinterher, wenn dieser sein sündhaft teures Bike im Keller stehen lässt. Ehrensache. Genau wie für Opa Manni, Zabe Junior von der Schule abzuholen, da war Papa aber schon wieder in Grün. Normal halt. Ein paar Millionen Kurbelumdrehungen später. Neo Pro Dasein abgeschüttelt, BMC Katusha, Israel Primatech, Codewort Lead Out Boss. Die Schwelle gestiegen, der Sponsorenfriedhof geblieben. Radprofi auf dem Papier. Doch abseits von Kopfsteinpflaster und Teamfunk tanzt Rick auf vielen Hochzeiten. Podcast hier, Radclub-Gründer, Viva con Aqua und eine Radsport-Doku gibt's auch bald. Rick Zabel has one dream: Radsport groß machen. Aber vorerst gehört die Kette geschmiert und der Gruppetto-Spezialist in den Leadout. Zum Hochschalten gibt's natürlich den Doppio Full Force voraus. Ganz wichtig, immer frisch gemahlen, sonst ist die Anzeige raus. Was man sonst noch über den Tausendsasser wissen muss: Rick ist konvertierter Beinetrimmer, Casper-Fan und liebt's bei Ausfahrten laut und falsch vor sich her zu grölen. Wir fragen uns jetzt, Herr Zabel, wer wird Ihr Padawan-Schüler? Wow, das war ein sehr, sehr schönes Intro. Vielen, vielen, vielen Das Dank freut mich. dafür. Ich fühle mich geehrt. Wer wird mein Padawan-Schüler? Sagt dir das was? Ja, natürlich. Ich bin bei Star Wars, das sagt mir schon was. Ja, ist aber ist schwer zu sagen. Es wird sicherlich spannend werden, wer vielleicht, wenn ich mal jetzt so langsam in die Mentorenrolle reinwachse, wen ich da unter meine Fittiche nehmen darf. Ich habe ja leider keinen deutschen Teamkollegen bei mir im Team, und auch vor allen Dingen keinen Jungen, den ich da irgendwie unter die Fittiche nehmen darf, aber ich bin mal gespannt, die Zukunft wird zeigen. Also es gibt noch keinen Anwärter sozusagen. Nee, noch nicht, Okay. aber ich Nee. glaube, es gibt sehr Nee. viele gute junge Talente in Deutschland. Wer weiß, wie lange ich noch Rad fahre, aber vielleicht ergibt sich das ja noch. Ja. Ja, okay, also ich habe überlegt, was ist so meine erste Erinnerung und meine erste Verbindung zu dir? Und gut, wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber ich bin auch schon, ich mache ja Triathlon, aber bin auch schon irgendwie seit gefühlt der ganzen, seit der Kindheit Radsport-Fan. Und wir waren früher ganz, ganz oft, um mal kurz so die Anekdote dazu erzählen, in den Sommerferien an der Ostsee in Glowe. Und da gab es dann so alte Baracken. Und früher, Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es ja noch, ja, gab es keine Smartphones, keine Laptops, nix. Da gab es aber einen so einen TV-Raum, wo eine so ein Fernseher stand. Und da haben wir immer die Tour geguckt. Vormittag ging es an den Strand und danach halt in den TV-Raum Tour geguckt. Und da hat man natürlich dann, ja, wie sie alle hießen, Ulrich und natürlich auch Zabel angefeuert, wahrscheinlich auch so durch die Connection zu, ja, zu dieses Ostler-Dasein halt. Irgendwie so hat man irgendwie so gerelated. Und das sind halt einfach so richtig schöne Kindheitserinnerungen, so irgendwie. Wie hast du denn da auch so irgendwie so Erinnerungen an früher oder wie ist das für dich so? Du warst ja dann auch immer wahrscheinlich live mit dabei. Ja, ich musste erstmal schmunzeln, als du gerade TV-Raum gesagt hast, weil das bei mir auch, ich bin ja 4, 5 Jahre auf die Sportschule in Erfurt gegangen und habe da im Internat gelebt und kann das sehr gut nachvollziehen. Da war es nämlich auch so, dass auf dem Internatszimmer gab es keine Fernseher oder so. Das heißt, es gab auch nur einen Fernsehraum, wo wir uns dann immer getroffen haben, abends oder nach der Schule, wenn irgendwie Radrennen lief oder abends mal einen Film zusammenschauen. Deswegen musste ich gerade erstmal kurz schmunzeln. Aber ja, Erinnerungen, na klar, ich bin mit meinem Ich bin natürlich groß geworden und habe meinem Vater beim Rennfahren zugesehen. Und es war tatsächlich für mich als Kind völlig normal, dass mein Papa am laufenden Band irgendwelche Radrennen gewinnt. Das war einfach so, ja, okay, das ist halt der Sieger im Team. Und so bin ich groß geworden. Und war natürlich nicht jetzt bei jedem Rennen dabei, aber schon oft. Meine Mama war schon echt oft bei den Rennen dabei und die Tour de France eigentlich, das lag immer in den Sommerferien. Da war man zumindest beim Start oft dabei oder so die erste Woche hat man begleitet.
Dann war ich auch das ein oder andere Mal natürlich in Paris dabei, wenn es zu Ende ging. Und ansonsten habe ich eigentlich die größten Erinnerungen wirklich so ganz klassisch die Nachtourkriterien, dann die Woche so nach der Tour de France, wenn dann so in NRW oder auch deutschlandweit so diese Nachtourkriterien für die Fans ausgetragen wurde. Oder 6-Tage-Rennen im Winter. So ein bisschen so die Rennen, die auch gewisserweise so, die also so Volksfeststimmung hatten. Das habe ich immer sehr genossen. Ich hatte natürlich einige Privilegien als Kind, dass man irgendwie in den Teambus rein durfte oder ja, so hinter die Kulissen irgendwelche Bänder-Tickets hatte, dass man natürlich dann auch im Zielbereich an den guten Stellen stehen konnte. Das war schon immer echt cool und kann das, glaube ich, oder kann das vor allen Dingen auch aus jetziger Sicht erst so wirklich wertschätzen, was ich da für einen besonderen Blick auf den Sport bekommen durfte. Und ich glaube, das ist auch gleichzeitig, ja, das ist sicherlich ausschlaggebend gewesen dafür, dass ich gesagt habe, ich will das auch irgendwann mal zu meinem Beruf machen und dass ich diese Leidenschaft für den Sport entwickelt habe. Ja, du teilst ja auch auf Instagram immer so kleine Videoteaser dann. Da habe ich mich gefragt, so, wer hat das eigentlich aufgenommen von früher? Waren das offizielle Sachen? Nein, das sind eigentlich so YouTube-Ausschnitte, nur wenn man ehrlich ist. Also es gibt so zwei, drei ganz witzige Videos. Ich weiß gar nicht, wie das eine heißt, aber ich habe da einfach mit dem Handy halt per Bildschirmkamera mal mitgeschnitten, weil ich glaube, da war ich so, das war im Jahr 2000, da war ich so 6, 7 Jahre alt und das war wirklich ganz klassisch von WDR, Sport im Westen heißt die Sendung, da war mein Papa eingeladen und bevor er sozusagen, oder als er dann in der Sendung war, 2, 3 Tage vorher, war die Radnacht in Unna, also auch so ein kleines Rundstreckenrennen, dort in dem Ort, wo ich groß geworden bin, wo meine Eltern immer noch leben und da war halt ein Team von WDR, die so einen kleinen Bericht über das Rennen gemacht haben und dementsprechend bin ich auch das ein oder andere Mal da in dem Bericht vorgekommen und hab da so als 6, 7-Jähriger wirklich witzige Aussagen oder lustige Momente wurden da aufgenommen, die jetzt so in der Retrospektive ja wirklich witzig sind und die kann man so in das ein oder andere Video ganz gut einbauen und zum Lachen. Ja, definitiv. Ja, gutes Footage. Wenn wir ein paar Jahre weiterspringen, deine erste Profi-Station war ja dann BMC. Genau. Und ich war jetzt zwar nie Profi, aber ich kann mir vorstellen, dass sich dann so von diesem Neo-Pro-Dasein zum richtigen Pro-Dasein schon noch was verändert. Weißt du noch, so, wenn wir jetzt mal so in die ersten Tage bei BMC reinzoomen, in die ersten Tage, vielleicht so die ersten 1, 2 Wochen, wie so deine Gefühle da waren? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so ganz viele so Eifertiere hat, man ist jung, man hat nichts zu sagen, man muss spuren. Man kennt keinen, man kennt auch vielleicht auch die Sprache nicht so richtig, wobei, gut, Englisch konntest du wahrscheinlich schon. Kannst du dich da noch so reinversetzen, wie du dich damals gefühlt hast? Ja, sehr. Hab sehr gute Erinnerungen an das Team, aber auch sicherlich, ich war überwältigt von vielem. Es war was ganz anderes. Ich bin 2 Jahre in der U23 beim Team Rabobank gefahren, was so ja schon auch mit dem jetzigen Jumbo-Visma-Development-Team zu vergleichen ist und das hatte damals sicherlich den Ruf, schon so das beste U23-Team der Welt zu sein. Das heißt, ich kam so von so einem Konkurrenzkampf von Gleichaltrigen, bin ich dann ja in so ein Star-Ensemble, kann man wirklich sagen, wurde ich dann getradet oder durfte dorthin wechseln und das war wirklich zu der Zeit, das waren echt fette Jahre bei BMC, also die hatten, glaube ich, alleine 3 der letzten 4 Weltmeister, die da waren im Team. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, es war Paris-Tours, ist so immer so das letzte Rennen der Saison eigentlich des europäischen Rennkalenders. Das war ist immer so 7., 9. Oktober, was auch immer. Meistens so das erste, zweite Oktoberwochenende. Und da waren die Profis auch. Und dann bin ich wirklich so noch das U23-Rennen gefahren. Und dann war es verabredet, dass ich nach dem Rennen dann zum BMC-Bus laufen sollte. Und das war sozusagen mein erstes Kennenlernen dann mit dem neuen Team, weil wir von dort dann zum Flughafen gefahren sind nach Paris und sind dann nach Grenchen in die Schweiz geflogen, wo der Teamsitz war. Und dann hatten wir direkt sozusagen am Anschluss der Saison das erste Teamtreffen, so 3, 4 Tage in der Schweiz, wo sich alle kennenlernen. Und von da ist dann jeder in den Urlaub geflogen. Und ich bin da angekommen und hatte wirklich nach dem Rennen zum Flughafen angekommen, da geschlafen. Nächsten Morgen super professionell halt ein Schedule bekommen. Ich musste direkt auf die Bahn nach Grenchen und musste einen Aerotest machen und mir sozusagen die ganzen
Kleidungssachen wurden gefittet. Und es war natürlich da, ich war erstmal überwältigt von der Professionalität, die an den Tag gelegt wurde. Das war echt ein krasses Team. Also da war es zum Beispiel, ich bin ins Hotelzimmer gekommen und da lag ein nagelneues iPhone auf dem Bett. Und da wurde halt gesagt, wir erwarten halt von unseren Fahrern, dass sie natürlich erstens fürs Anti-Doping-System immer abrufbar sind, dass sie halt immer wirklich ihre Whereabouts konform einfüllen. Und wir erwarten von unseren Fahrern, dass sie halt immer für jede E-Mail oder für jeden Anruf erreichbar sind. Und wenn wir das von den Fahrern erwarten, dann müssen wir denen natürlich aber auch ein Handy an die Hand geben. Da war halt eine AT&T-Karte drin, wo du worldwide mobile Daten hattest, unlimited. Und das war so, okay, was passiert hier gerade? So Traum. Und ich sag mal, das waren jetzt halt dann einfach nur die materiellen Sachen. Man hat direkt ein Mountainbike bekommen, ein Zeitfahrrad, irgendwie zwei Straßenräder. Das war wirklich eine ganz andere Welt. Und dann sitzt du auf einmal abends am Tisch. Ich kann mich wirklich noch erinnern, das war so Alessandro Ballan, Thor Hyschoff, Kettle Evans, Taylor Finney, Philipp Gilbert, da von den 25, 30 Fahrern, die dann im Team waren, waren wirklich so 10 richtige Stars und auch die anderen waren alle, also es war so ein Team, wo ich habe so umhergeschaut und dachte mir, warum bin ich eigentlich hier in dem, was mache ich hier eigentlich, wo man sich wirklich dachte, oder da hat, wo ich auch einen heiden Respekt bekommen habe, wo ich echt dachte so, okay, ich habe zwar jetzt einen ganzen Winter Zeit, um zu trainieren, aber das wird schon echt schwer, sich hier in das Team einzufügen, weil hier ist halt die Benchmark liegt hier so hoch, es sind so Weltklasse-Fahrer. Greg van Avermaet zum Beispiel habe ich gerade vergessen, der war auch in dem Team. Da, wo ich gar nicht so wusste, wo kann ich mich jetzt hier eingliedern, wo ich natürlich einfach erstmal lernen wollte und mein Bestmöglichstes geben wollte, um zu zeigen, ich mache für euch, was ihr wollt, weil das war ganz klar, dass ich natürlich da der Helfer bin, der Wasserträger und wirklich die ganz einfachste Aufgabe erstmal übernehmen werde. Würdest du aus der Retrospektive sagen, dass du da abliefern konntest, in Anführungszeichen? Wie sind so die Gefühle jetzt jetzt betrachtet? Im Nachhinein würde ich sagen, dass es vielleicht für den Fahrertyp, der ich war, nicht das allerbeste Team war, weil es schon, also die hatten die Klassiker und die vor allem die Grand Tours, ich sag mal die Gesamtwertung der Tour de France beim Giro der Vuelta, das waren so die Ziele. BMC war ja vor allen Dingen auch jahrelang das absolute Top-Team, was Mannschaftszeitfahren anging. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade Zeitfahrer oder Superbergfahrer ist und da helfen kann, dann ist es schon schwer. Es war natürlich so, dass ich hatte in der U23 die Flandern-Rundfahrt, also die U23-Version der Flandern-Rundfahrt hatte ich gewonnen und dann geht man natürlich davon aus, okay, das wird mal ein guter Klassikerfahrer in der Zukunft, aber ich war natürlich schon noch sehr jung, ich bin nur 2 Jahre U23 gefahren, bin dann mit 19 damals ins Profiteam gewechselt und wurde so ein bisschen so, okay, das wird mal ein zukünftiger Klassikerfahrer, aber die Zeit hat dann ja einfach gezeigt, dass ich ja jetzt auch in den großen Klassikern, jetzt Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, nicht jetzt aufs Podium oder unter die ersten 10 gefahren bin bis jetzt, sondern ich habe mich ja eher in die Sprint-Richtung entwickelt. Also entweder habe ich selber gesprintet oder fahre jetzt halt die Sprints für die Top-Sprinter der Welt an. Und BMC hatte damals gar keinen Sprinter so richtig. Also es war auf der einen Seite natürlich schön, weil ich mal meine Chancen bekommen habe und immer mal wieder unter die ersten 10 so sprinten konnte. Aber die Wertschätzung für einen Top 10 im Sprint, das war eigentlich relativ egal für das Team. Das heißt, auf der einen Seite war es natürlich gut, weil ich wirklich auch viel Tempo fahren musste, viel im Wind fahren musste vorne, die Tempoarbeit gemacht habe und wirklich, ich musste wirklich noch lernen, was es heißt, so wirklich ganz unten anzufangen, wirklich die Flaschen bringen den ganzen Tag. Ich habe mich dann erst richtig entwickelt, als ich zu Katjuscha gegangen bin, weil da war so das erste Mal, dass ich in ein Team gekommen bin, wo ich so eine Sprinttruppe um mich hatte. Das war damals mit Alexander Christoph, Marco Haller, Michael Mörkow, Nils Polit. Dann bin ich in so eine Gruppe gekommen, die auf einmal viel besser zu mir gepasst hat, die mich auch aufgebaut hat. Und da habe ich dann nochmal einen echten Leistungssprung gemacht damals, weil ich auch einfach mal so gemerkt habe, ich habe ja irgendwie einen Platz in dem Sport. Und so rückblickend getrachtet war ich bei BMC schon, ich habe viel gelernt, aber ich war so ein bisschen lost in dem Team. Damals wusste ich noch nicht genau so richtig, was für ein Fahrertyp bin ich jetzt eigentlich. Ich war ein bisschen lost, kann man glaube ich so sagen.
Ja, vielleicht auch einfach dann privat, auf privater Ebene hat es vielleicht auch besser gepasst, nicht? Toni, ich glaube, Toni Martin war ja auch noch damit dabei. Oder genau, genau, dazu? Ja klar, Katjuscha Alpecin war ja dann wirklich ein sehr deutsches Team auch. Das, also ja. Ich sag mal, auf privater Ebene hat es auch bei BMC wirklich gut gepasst, aber es waren wirklich, ich glaube, die, das war auch so, so sind wir auch in den 3 Jahren auseinandergegangen. Die haben gesagt, du Rick, du kannst gerne auch hier in dem Team bleiben, aber wir würden dir wirklich für deine Karriere empfehlen, das Team vielleicht zu wechseln, weil deine Interessen liegen woanders als unsere Interessen liegen und ja, hier in dem Team wirst du vielleicht auch einfach nicht glücklich werden, weil ja, deine Stärken sind uns nicht wichtig und sozusagen wir können dich nicht wirklich einsetzen, wo es uns wichtig ist. Von daher ist es vielleicht besser, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen. Und das war im Nachhinein wirklich ein freundschaftliches Auf Wiedersehen, aber sportlich gesehen das einzig Richtige. Okay, ja, es ist ja letztendlich auch ein bisschen, das muss man dann auch sagen, legitim, dass man sich dann auch so trennt. Ich würde ja gerne gleich noch kurz über die, ja, auch über die Rolle des Anfahrers sprechen, so, aber was mich auch nochmal interessieren würde, wenn man nochmal so ein bisschen zurückzoomen, irgendwann hast du ja dann vielleicht auch so deine ersten Preisgelder eingefahren. Und im Triathlon ist es so, also ich bin ja kein Profi, aber wenn man das mal so dann mitbekommt, dann kommt dann öfters so bei Instagram so die Siebträgermaschine reingeflogen vom ersten Preisgeld. Was war denn bei dir das erste Gadget, was du dir geholt hast von deinem ersten Preisgeld? Boah, da muss man erstmal dazu sagen, dass im Radsport Preisgeld sehr, sehr spät immer überwiesen wird. Also das kann wirklich nur über ein Jahr dauern, dass man das Preisgeld von dem Rennen bekommt. Ja, das ist wirklich Preisgeld und Radsport ist ein Thema für sich. Und also man muss ja auch sagen, dass man als im Radsport ist es ja so, dass man wirklich ja eigentlich ausschließlich von dem Gehalt, was das Team dir bezahlt, lebt. Und das Preisgeld ist so ein bisschen so, ja, Weihnachtsgeld, es ist schön, das zu haben. Wenn man eine erfolgreiche Saison hat, kommt da auch mal was bei rum. Aber meistens ist das nie so viel. Aber witzigerweise sprichst du es an. Also ich hatte ziemlich viel Glück in meinem ersten Jahr. Da bin ich glaube, 6. BMC hat in dem Jahr 7 Rundfahrten gewonnen und ich war komischerweise 6-mal Teil der Mannschaft, wo es dabei war. Bin halt immer wirklich als erster Tempo gefahren, wie ich gerade erzählt habe. Musste meine Arbeit leisten, aber da hatten wir eine erfolgreiche Saison und ich war oft so in den Siegerteams dabei. Und ich glaube, das waren am Ende der Saison so, ja, irgendwas knapp über 20.000 Euro, was nochmal an Preisgeld dazugekommen ist. Und die Siebträgermaschine, die kam erst 3-4 Jahre später bei mir dazu. Damals war ich noch nicht so ein Kaffee-Fan, aber das war auch noch kein Trend damals wahrscheinlich. Ja, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr so ganz genau. Also ich weiß, dass ich mir nach meiner ersten Grand Tour, das war dann ein Jahr später, bei meinem ersten Giro d'Italia, da habe ich mir damals eine Rolex Submariner von gekauft. Auch nicht schlecht. Und da war es aber, also das erzähle ich auch jetzt mit dem Schmunzeln, weil ich in der Retrospektive wirklich oft mit dem Kopf schütteln muss, wenn ich so sehe, auf welche Dinge ich da Wert gelegt habe, weil das war so dieses Typische, was ich gerade beschrieben habe, man wird mit 19 Profi in einem Team, wo gefühlt alle um einen herum über 1 Million verdienen und dann war halt dementsprechend auch so Uhren, Autos, Wein waren so Themen, wo ich mich eigentlich als 19-Jähriger gar nicht mit beschäftigt habe bis zu dem Zeitpunkt. Und dann versucht man sich aber natürlich irgendwie so, okay, mitläufermäßig macht man da mit und denkt dann natürlich, okay, ich brauche auch eine teure Uhr und ich brauche irgendwie auch ein tolles Auto und ich brauche irgendwie einen Gürtel von einer teuren Marke, so Statussymbol-Scheiße, sage ich jetzt mal. Und habe dann aber relativ schnell zum Glück erkannt, dass ich das gar nicht so bin und ich das auch gar nicht brauche irgendwie, um ein cooler Typ zu sein oder so, dass ich mich über sowas nicht definiere. Aber ja, also ich sag mal, wenn du mich so fragst, wird das erste Mal, dass ich mich mit irgendwas richtig belohnt habe, das wäre damals die Uhr gewesen. Aber das ist auch dann dabei geblieben, dass es so ein Ding war. Ja, okay. Aber okay, wir halten die Rolex fest auf jeden Fall. Ja, die habe ich zum Glück noch. Ist ja zum Glück eine Wertsteigerung, was ich gehört habe. Ja. Wobei, die kannst du ja eigentlich jetzt nicht mehr groß tragen, so nicht? Das wäre dann doof. Die kann ich sowieso nicht mehr tragen, weil ich ich habe einen Ohrensponsor, mit dem ich auch sehr glücklich bin. Das geht nicht. Okay, also dann wurdest du quasi sozialisiert von den Leuten mit Standing im Team. Ich habe mich gefragt, ertappst du dich dann vielleicht auch schon jetzt dabei? Du kokettierst ja auch so ein bisschen damit, dass du jetzt auch schon jemand bist, der jetzt, sag ich mal, nicht mehr zu den Young Guns gehört.
dass du vielleicht andersrum auch schon die anderen beeinflusst und die vielleicht auch ganz anders ticken als jetzt so Leute wie ihr, die schon wirklich ein Standing haben und lange dabei sind, dass man da so, du hast ja schon öfters mal mir gesagt, dass halt im Radsport einfach so ein bisschen, ja, da wird man auch gerne mal aufgezogen und das gehört auch dazu so, wie ist da so dein Verhältnis zu den Young Guns in Anführungszeichen? Ja, ich ziehe die immer noch ganz gerne auf, was aber auch einfach daran liegt, dass man als Älterer, glaube ich, genauso wie ich damals aufgezogen wurde, so ein bisschen um die auf dem Boden zu halten. Also ich kann das, wir zum Beispiel bei uns im Team, wir haben extrem viele Australier oder Neuseeländer im Team und ich habe halt einen heilen Respekt davor, weil die natürlich einfach wirklich dann für die Saison über nach Europa komplett ziehen und die meisten von denen wohnen in Girona. Und wenn du dann die Gespräche damit bekommst von den Jungs, dann geht es genauso um die Dinge, die ich gerade gesagt habe. So, wer hat sich jetzt welches Auto gekauft und welche Siebträgermaschine und was geht am Wochenende nach den Rennen, wo ich halt immer lächeln muss, weil ich mir denke, okay, ich war ganz genauso, als ich in dem Alter war. Das ist auch irgendwie normal, dass man sich vielleicht so ein bisschen bettelt und pusht, wenn man jung ist und untereinander. Aber ja, natürlich haut man dann auch mal so ein bisschen einen Oldschool-Mentorspruch raus, so ey, du kannst hier gerne Halligalli machen oder so ein bisschen dir auch, ja, was gönnen, aber bitte vergiss halt das tägliche Training nicht und wenn du halt, also du kannst von mir aus so viel Halligalli machen, wie du willst, solange du im Rennen ablieferst, aber wenn dann die sportliche Leistung darunter leidet, dann musst du natürlich auch mal irgendwie ein bisschen ernsteres Wort oder mal so sagen, so das Bier oder die Party hätte ich vielleicht jetzt mal in Girona weggelassen und dann wäre ich mal an deiner Stelle mal lieber trainieren gefahren. Da erwische ich mich natürlich schon bei, dass man manchmal so ein bisschen jetzt in die Rolle des Älteren rutscht, aber man meint das ja auch eigentlich nur gut und ich glaube, ich habe auch immer noch eine ganz gute Art, das rüberzubekommen, weil ich nicht vergessen habe, dass ich, als ich jung war, dass ich da nicht viel anders war. Oder auch jetzt noch, dass ich das auch als Ausgleich mal brauche, dass man halt nicht nur Profisportler ist, sondern natürlich auch noch irgendwo Mensch. Aber man fühlt sich schon alt, oder? Also mir geht's so teilweise, manchmal. Also bei mir ist so, ich meine, bei mir ist es so hin und her gerissen, weil tatsächlich sagen viele, wenn ich bin 28 Jahre alt, ich werde jetzt im Dezember 29, dass dann echt noch so oft kommt, so, ach echt, du bist noch so jung, ich hätte dich viel älter eingeschätzt. Das kommt auch häufig vor. Aber ja, wenn ich daran denke, dass ich nächstes Jahr 30 werde und ich... Ja, es ist auch verrückt. Also ich werde halt nächstes Jahr in meine 10. Profisaison gehen. Und also das ist nur in der ersten Liga, nur in der World Tour. Dann denkt man natürlich schon so, ey, wo sind eigentlich diese 10 Jahre geblieben? Oder jetzt in dem Fall, wo sind die letzten 9 Jahre geblieben? Und das fühlt sich auch gar nicht so lange an. Aber ja, ich kann daran nichts ändern. Und auch der Trend im Radsport, dass man, wenn man dann über 30 ist, dass man halt alt ist und dass es dann irgendwie schwer wird, einen Vertrag zu bekommen. Das wird mir sicherlich auch so gehen. Das ist halt nun mal der Lauf der Dinge. Vor allen Dingen, weil sich der Radsport ja so geändert hat, dass ja wirklich viele Juniorenfahrer jetzt schon, die überspringen ja die U23-Klasse teilweise und werden direkt Profis. Und also ich hätte es damals sicherlich nicht gekonnt mit meiner Leistung. Und man denkt auch immer so, ey, wie machen die das eigentlich? Wie kann man so jung und so gut sein? Das ist schon spannend, wie sich der Sport verändert, ja. Ja, okay, du gehst in die 10. Saison. Was kann man das so runterbrechen? Gibt es da diesen einen Moment, wo du sagst, so, das ist der, von dem ich immer erzähle, weil es einfach der beste Moment war in meiner Saison bisher? In meiner, also Karriere, nicht Saison? Ja, ich kann definitiv sagen, dass mein bester Moment 2017 war, als die Tour de France in Deutschland losging. Der Tour de France-Start in Düsseldorf war wirklich. Das war so, die Tour geht im Heimatland los und das war dann meine erste Tour de France noch zugleich. Das war wirklich so ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, dass ich einfach Teil dieses Spektakels sein konnte. Und dann halt 3 Wochen später, also das, wenn man wirklich nach dem einen Moment fragt, würde ich sagen, das ist 3 Wochen später, war es der Moment, als ich meine erste Tour de France auch beenden konnte und auf die Champs-Élysées eingefahren bin, wirklich, wie man es aus dem Fernsehen kennt, am Louvre vorbei und dann biegt man auf die Champs-Élysées und sieht so im Hintergrund den Arc de Triomphe. Das hat sich sehr surreal angefühlt, weil ich es auch bis dato
immer nur natürlich als Zuschauer von meinem kannte als Kind noch von meinem Papa, wie der die Tour de France beendet hat. Und das war dann auch wirklich so ein für mich ein ergreifender Moment, wo mir selbst auf dem Rad so ein bisschen Pipi in den Augen war, wo man sich dachte, ey, das ist irgendwie schon crazy, dass ich jetzt selber hier als Rennfahrer dann an dem Sportevent teilnehmen kann und auch so die Tour de France beende. Das strahlt für mich wirklich größer als jeder Sieg oder was anderes, weil da irgendwie so, das hat sich für mich so wie so ein Ritterschlag angefühlt, so ey, du bist jetzt ein gestandener Profi, du hast es irgendwie geschafft und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Das werde ich halt sicherlich meinen Enkel noch erzählen und das werde ich immer, das ist so ein Moment, den werde ich immer für mich haben, dass ich für mich so weiß, früher habe ich meinem Papa zugeschaut, wie der die Tour gefahren ist und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht das grüne Trikot gewonnen habe oder auch noch keine Etappe gewonnen habe, ich habe die fucking Tour de France zu Ende gefahren, in Paris beendet und das war für mich so der Moment, ja. Ja, geil. Ja, Ritterschlag, du sagst es schon, hier hören oder sehen ja auch viele Triathleten zu und da ist ja so wahrscheinlich so der Vergleich Tour de France zum ist ja der Ironman, nicht? Langdistanz. Und da ist es so, um das mal kurz so den Kontext zu geben, wenn ich erzähle, ich mache Triathlon, dann ist halt die zweite Frage oft, kennst du auch so den Vergleich, ach, du machst Ironman, Hawaii so. Ich so, na, habe ich noch nicht teilgenommen. Und dann ist immer schon so ein Abfall in der Tension drin, so bei dem anderen. Man merkt es einfach so, weil das halt so, das ist halt Mainstream. Und da habe ich mich so gefragt, ob bei dir, bei der Tour ist, ob das auch so dieser Vergleich ist, Ironman Tour, wenn man die Tour gefahren ist, ist halt für die Außenstehenden, also nicht falsch verstehen, für die Inneren wissen ja, was das alles bedeutet, Profi zu sein. Aber ob da so ein Switch war und du vielleicht auch so eine Art Genugtuung irgendwie verspürt hast, als du dann die Tour mitgefahren bist, wenn dann diese Fragen kamen und du sagst so, ja, ich bin die Tour gefahren. So, gab es da diesen Moment? Ich kann das total nachvollziehen. Also im Radsport ist es genau dasselbe. Du redest ja von so einer klassischen Smalltalk-Situation, wo man irgendwie so sagt, was machst du? Ich mache Radsport. Genau. Ah ja, okay. Nicht hobbymäßig, sondern ich mache das halt professionell. Ich bin Berufsradfahrer. Du fährst so richtig Rennen, so Tour de France und sowas. Und natürlich war es, schon einfach ein geiler Moment, wenn man dann sagen kann, ja, da habe ich schon dran teilgenommen, weil dann ist so dieses, du kann man sehen, dieses Oho beim Gegenüber, so, ah ja, okay, krass, dann nimmt er dich auf einmal ernst und also ich kann das total nachvollziehen, ich bin ja in meiner vierten Profisaison dann meine erste Tour gefahren und die ersten 3 Jahre bei BMC, als ich da nicht mitgefahren bin, nee, Tour bin ich nicht gefahren, dann wird man nicht so wirklich ernst genommen, dann ist es so, ja, okay, also warum machst du das beruflich und fährst da nicht mit, das ist schon komisch und also das ist tatsächlich auch immer noch so, obwohl man die Tour de France gefahren ist, wenn man die Tour gefühlt nicht jedes Jahr fährt, dann ist man für viele da draußen auch kein richtiger Radprofi. Also ich bin jetzt in den 9 Jahren, seitdem ich Profi bin, 4-mal die Tour gefahren und 5-mal nicht. Und ich merke das dann auch so, wenn jetzt zum Beispiel, so wie dieses Jahr, bin ich den Giro d'Italia gefahren und dann ist eigentlich relativ klar, okay, man fährt die Tour nicht. Und wenn dann halt Juli ist und man trainiert halt oder man fährt irgendwelche anderen Rennen, dann oder auch so im privaten Umfeld, man ist zu Hause in Köln und man wird gesehen, dann denkt man sich so, hä, warte mal, die Tour de France läuft doch gerade, warum bist du hier? Und dann so, ja, also es gibt auch mehr Rennen als die Tour und es gibt nicht nur die Tour, also es gibt auch noch, ich bin den Giro gefahren und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann sagt der Giro vielleicht einem noch was, aber den meisten sagt das schon gar nichts mehr. Nee. Das ist krass, ja, dass selbst der Giro dann nicht zieht und man ein bisschen, ja, aber es ist dann also auch so mit im Radsport, mit der Tour, ist interessant, ja, scheiße. aber lass uns doch mal so ein bisschen so verstehen, so ich komme jetzt auch so ein bisschen aus dem Marketing, sagt man immer zu so einer Zielgruppe so die Persona, ja, also wie klassifiziert man halt so eine bestimmte Gruppe von Personen? Kannst du uns mal abholen und erzählen, wie so der typische Radsportfahrer tickt? Was ist das für eine Person, ja? Wenn wir jetzt mal wirklich nur, wir können ja jetzt nur von, sag ich mal, jetzt den Männern reden, vielleicht ist es auch so ein Thema mal für Parallelwelten, weiß ja nicht, wäre auch mal spannend, wie Tanja das Thema sieht, wie so vielleicht auch so eine Radfahrerin, wie sie so tickt, aber wenn du das jetzt beschreiben müsstest, so für die Triathleten oder für alle da draußen, was ist das für ein Typ, so ein Profi-Radsportler? Ich kann die Frage gerne an Tanja weiterleiten, mit der nehme ich in 1 Stunde und 20 Minuten einen Podcast auf. Heute Abend noch. Was ist der klassische Radsportler für ein Typ? Das ist keine einfache Frage, die zu beantworten. Ich würde auch sagen, das hat sich wirklich mit der Zeit sehr geändert. Also früher
war für mich ein Radsportler, so wie ich zum Beispiel mit meinem Vater mit Radsport sozialisiert wurde und auch als ich noch mit Radsport groß geworden bin. Da war ein Radsportler, war schon immer ein fleißiger Typ, der sein Training wirklich gewissenhaft absolviert und eigentlich auch bei Wind und Wetter. Aber sobald das Training absolviert war, ist der Spaß auch nicht zu kurz gekommen. Sag mal, wenn man irgendwie im Trainingslager war, dann hat man sich auch eine gute Zeit gemacht, auch unter Freunden. Und das ist so ein bisschen, was ich auch schade finde am aktuellen Radsport, dass heutzutage ist Radsport so ein bisschen, um es mal provokant auszudrücken, so ein bisschen so ein Einsiedlertum geworden und Mensch gleich Maschine, gleich Roboter, ja. Weil genau, durchprofessionalisiert, wie du sagst. Also wenn das Training absolviert ist, dann wird das Schlaf getrackt und die Ernährung und die Physiotherapie und so das Herzliche, das was Spaß macht, bleibt immer mehr auf der Strecke. Aber man muss halt wirklich leider sagen, wenn man die Tour de France gewinnen will oder die größten Eintagesrennen gewinnen will, muss man diesen Weg, glaube ich, mittlerweile leider gehen, weil anders wird es schwierig. Und deswegen, wenn du nach einem Profi-Radsportler fragst, kann ich dir sagen, der sieht deine Familie nicht oft, der verbringt die meiste Zeit in irgendwelchen Hotels, im Trainingslager oder mit dem Team in Radrennen und hat ein sehr, sehr anstrengendes, sportliches Leben, aber wenig für die Seele, was gut tut. Und so von den Eigenschaften, von der Persönlichkeit, ist es dann eher, also ich war ja auch mal eine Saison in so einem Semi-Team so, gab es ja mal von Katusha Alpecin, so ein Amateur-Team. Und ich muss auch sagen, so unter uns gesprochen, es sind schon viele Alpha-Tiere und eher auch so ein bisschen egozentrischer halt, so nicht? Ist auch vielleicht gebraucht. Da habe ich mich zum Beispiel auch so gefragt, so Leute wie jetzt du zum Beispiel, nicht, die jetzt auch Anfahrer sind oder Helfer, also kann man das zum Beispiel pauschal sagen, dass die dann vielleicht auch eher so ein bisschen, ich sag mal jetzt, empathischer sind und vielleicht auch nicht ganz so wie soll man sagen, so machohaft jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, dass da auch so ein Clash ist zwischen den Persönlichkeiten oder ist das eher so ein berufliches Ding und man kommt irgendwie miteinander aus? Weil ich stelle mir das schwierig vor, so weißt du, dass halt doch schon viele Alpha-Tiere drin sind. Voll, halt einfach. Voll. Also wie gesagt, um die Frage ist wirklich schwierig zu beantworten, weil es dann glaube ich doch nicht so diesen einen Typen Radsportler gibt. Ich glaube, dann gibt es doch einfach zu viele verschiedene. Das ist sicherlich so. Es ist sehr spannend im Radsport, weil du musst dir vorstellen, alle Fahrer, die jetzt profimäßig fahren, die sind ja Profis geworden, weil die irgendwie in den Nachwuchsklassen alle erfolgreich waren. Die haben alle in den Nachwuchsklassen, haben die alle Rennen gewonnen, nationale Meistertitel, Bundesliga, was auch immer. Die haben alle in Empfehlungsschreiben rausgegeben, dass irgendwelche Profiteams gesagt haben, okay, wir unterschreiben den Fahrer, damit er Profi wird. Und dann wirst du Profi und dann bist du ja wirklich nur noch unter den Besten. So, dann treffen halt die Besten auf die Besten. Und dann ist es ja zwangsläufig so, dass jedes Team so seine 2, 3 Siegfahrer hat und die anderen Fahrer müssen sich unterordnen und erkennen halt, okay, ich bin kein Seriensieger mehr jetzt, wo ich bei den Profis bin. Das heißt, man muss irgendwie so seine Rolle finden, so wie ich zum Beispiel meine Rolle als Anfahrer gefunden habe. Ein anderer findet seine Rolle, der ist ein guter Bergfahrer, Berghelfer, oder du fährst super lange und konstant Tempo vorne oder du kannst gut Zeit fahren. Also es gibt schon verschiedenste Rollen. Aber diese Rolle musst du finden, aber da ist ganz klar, dass du dich dann unterordnest. Und das ist, glaube ich, für viele schwierig, weil, also ich habe mich zum Beispiel einfach auch damit abgefunden, dass ich Anfahrer bin und ich liebe das. Und natürlich würde ich auch noch immer gerne selber Radrennen gewinnen, aber realistisch gesehen weiß ich bei vielen Rennen, wenn ich am Start stehe, schon, dass ich da vielleicht nicht das Können mehr habe oder nicht aus verschiedensten Gründen hier nicht als Sieger hervorgehen werde. Und wenn sich dann doch vielleicht 3, 4 Mal im Jahr die Chance bietet, dann muss schon alles perfekt laufen. Also auch aus einer Teamsicht, dass das Team jetzt dann sagen würde, wir setzen heute auf Rick, dann gibt es wahrscheinlich schon immer noch, wenn man jetzt so ganz klassisch Pferderennen wettmäßig, immer noch den einen oder anderen, auf den man vielleicht eher setzen sollte.
Ja, aber ich sag mal, das ist natürlich schon auch für die Psyche von einem Sportler nicht einfach. Das heißt, ich mache jetzt meine Erfolge daran aus, dass ich sage, ich will der beste Leadout-Fahrer der Welt sein. Also ich will irgendwie in den Sprint gehen und ich will dann halt meinen Sprinter perfekt bis 200 Meter vom Ziel abliefern. Und ich weiß natürlich auch, dass es auch nicht in jedem Sprint der Fall sein wird. Aber wenn das halt 5 oder 10 Mal im Jahr klappt, dass ich ins Ziel komme und ich denke mir, boah, ich habe heute wirklich meinen Job perfekt gemacht, dann ist das in dem Sinne mein Value. Und da, wo das Team sagt, okay, deswegen haben wir den im Team, das kann der wirklich gut. Und ich glaube, so muss jeder seine Nische finden, außer du bist halt wirklich ein absoluter Topfahrer wie ein Van der Poel, Wout van Aert, Caleb Ewan, dann bist du natürlich einfach ein Seriensieger und dann hast du dein Team um dich rum und versuchst halt die Rennen am laufenden Band zu gewinnen. Aber es ist sicherlich so, dass wenn ich Teamkollegen habe, die um jeden Preis gewinnen wollen und sehr verbissen sind, dass ich das persönlich jetzt auch nicht am allersympathischsten finde. Ja. Hast du denn da gemerkt, also ich glaube, du hattest mal eine Folge mit Philipp Westermeier, glaube ich, oder vielleicht war es auch mit Ruben, da hattet ihr mal über die Rolle des Anfahrers gesprochen und was du auch für ein Standing auch, sage ich mal, in der Szene hast. So, da habe ich für mich persönlich auch erstmal so ein bisschen verstanden, so wie das alles funktioniert. Und ich würde auch da nochmal anknüpfen, so an diese Außenwahrnehmung. Ist das auch so ein Thema, was dich beschäftigt oder du auch vielleicht gemerkt hast, dass du damit besser klarkommst? Wenn jetzt Außenstehende können ja nicht greifen, was ein Lead-Out-Fahrer oder ein Anfahrer überhaupt ist. Man kennt die GC-Fahrer, man kennt das Bergtrikot, man kennt natürlich die Sprinter. Das sind halt so die Stars, so die Tore machen sozusagen, um es mal so auszudrücken. Ist das auch ein Thema? Ist das ein Thema, das dich triggert oder ist es eher, dass du da mittlerweile cool bist, weil du weißt, du hast deinen Platz, du weißt, was du kannst, du bist da richtig gut? Ja, wie sind so deine Gedanken dazu? Ja, mittlerweile habe ich da wirklich völlig meinen Frieden mitgeschlossen oder meine innere Mitte damit gefunden und sehe es wirklich auch so als Ehre an, dass ich Anfahrer sein darf, weil für mich ist das wirklich ein toller Job, den ich da machen kann. Sozusagen der Vorlagengeber zu sein, wenn wir in der Fußballsprache bleiben. Weil, also ich weiß natürlich auch, also zum Beispiel in meinem Team ist es so, da ist ganz klar, wenn wir zu einem Sprintrennen gehen und der Sprinter ist da, dann werde ich damit am Start stehen, weil der Sprinter braucht mich so ungefähr, dass ich dem den Sprint gut vorbereite. Und du musst halt sehen, dann jedes Team hat vielleicht genauso ein oder zwei Fahrer in dieser Position. Und dann denke ich mir natürlich, okay, es gibt halt auf der ganzen Welt vielleicht nur 20, 30 Fahrer, die genau dasselbe können wie ich. Und dann natürlich. Nee, fünf fahrst ja, du, oder? Also man hört immer die FDZ. Ja, oder fünf, genau. Und dann ist natürlich irgendwie schon cool, einer von denen zu sein. Also ich sag mal zum Beispiel, im deutschen Raum kann man es ganz klar sagen, finde ich, also wenn man wirklich über den letzten Anfahrer spricht, wirklich der die letzten Meter vorbereitet, dann haben wir sicherlich noch starke Sprinter wie ein Pascal Ackermann, Phil Bauhaus. Aber wirklich reine Anfahrer gibt es eigentlich Alexander Krieger und mich, würde ich sagen, die da ihren Job richtig, richtig gut machen. Und das war es jetzt, als wenn man aus einer deutschen Sicht nur redet. Und du sagst, weltweit gibt es dann noch ein paar mehr. Aber ja, also ich finde, du musst ja für was brennen. Ich brenne dafür. Also ich könnte jetzt auch immer selber sprinten und sagen, ich bin Sprinter. Aber wenn ich dann halt 14 Mal im Jahr Sechster werde, ist das vielleicht auch ganz cool für die Statistik, aber bringt ein Team halt auch relativ wenig, weil ein sechster Platz interessiert dann halt auch keinen. Und das ist also die Entscheidung, die du irgendwann auch triffst, wenn du merkst, okay, ich kann das Anfahren richtig gut und ich bin in der Kamera, wie ich 200 Meter vorm Ziel ausschere und wirklich da einen perfekten Leadout, einen perfekten Job gemacht habe, dann ist das für ein Team viel, viel mehr wert, wenn dann am Ende ein Sieg bei raus springt, als wenn du halt selber irgendwo hinten im Pulk mitsprintest und halt Sechster wirst. Und tatsächlich kann man halt auch dann dadurch mehr Geld verdienen und man hat mehr Prestige. Also würde ich schon sagen, natürlich muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen im Radsport, aber eigentlich im Großen und Ganzen ist ein Anfahrer schon ein ehrenwerter Job. Und da gibt es deutlich viele andere Jobs, wo ich froh bin, dass ich das nicht machen muss. Ja, das ist, muss man so wieder Marketing auszudrücken, ist halt dein USP, genau. Nicht? Da bist du halt einer der Besten drin
Und wenn man das mal so betrachtet, du bist ja auch jetzt im Vertragsjahr, wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja eigentlich auch schon wieder ja, ein Punkt für dich, halt, wenn, sag ich mal, du in die Vertragsverhandlungen reingehst, weil es gibt dann eben nicht viele, die das genauso gut können wie du, nicht? Also Angebot und Nachfrage ist ja anscheinend auf deiner Seite das Prinzip. Das ist natürlich immer, hängt von der Leistung ab, ne? Klar, wenn du dann das oft zeigst, dass du gut anfangen kannst, dann hast du sicherlich die Argumente auf deiner Seite. Es ist aber schon auch mal zum Beispiel ein Unterschied, wenn du zum Beispiel der Top-Sprinter bist, dann bist du natürlich der die Siege reinholt. Das ist natürlich nochmal deutlich mehr wert, das muss man schon ganz klar so sagen. Als Anfahrer ist es auch so, wenn ich zum Beispiel in die Vertragsverhandlung gehe, dass ich natürlich schon auch ein bisschen schauen muss, okay, welche Top-Sprinter sind auch im Vertragsjahr, sind frei, um vielleicht das Team zu wechseln oder verlängern. Und dann sprichst du natürlich genau mit den Teams und sagst, okay, ich könnte eine Verstärkung für euer Team sein. Oder auch natürlich bei meinem Team, bei meinem eigenen Team, dass ich sage, okay, wir haben ja irgendwie auch einen ganz coolen Sprintzug. Ich würde gerne hier bleiben. Wie sehen denn da die Konditionen aus? Mhm. Natürlich hat man da die Argumente auf seiner Seite, aber immer nur, solange man auch seine Leistung bringt. Also das ist halt wie in jedem Job, ne? Wenn du vor 2 Jahren mal gute Sprints angefahren bist, aber seitdem nicht mehr, interessiert das halt auch keine Sau mehr. Ja, das stimmt, ja. Ich würde mal noch, mir fällt das gerade so ein, so zur Tour nochmal, so ein Ding. Also wenn du die Tour fährst, ja, dann ist es ja so, dass die Mainstream-Medien kommen und sagen, hey, also da kommen ja immer so gleich, könnte ich mir vorstellen, die gleichen Fragen oft so, nicht? Also einfach irgendwie so, was kommt dann halt, weiß ich nicht, wie ist es so, die Tour zu fahren oder wie schafft man es, so viel zu essen? Das ist, glaube ich, so Fragen, die halt immer kommen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe mich halt gefragt so, ich habe auch 1-2 Fragen dazu vielleicht, aber vielleicht erstmal so an dich die Frage, was sind denn so Sachen, die man als Journalist so gar nicht auf dem Schirm hat, die aber euch Fahrer total tangieren oder ihr vielleicht auch drüber reden wollen würdet, so was so vielleicht auch gerade in der ersten Tourwoche einfach angesagt ist? Gibt es da was, worüber ihr eigentlich reden wollen würdet oder zumindest nie gefragt werdet? Nee, mittlerweile muss ich sagen, bin ich echt happy mit den Journalisten und die Fragen, die da kommen. Also die, ja? Da sind schon viele dabei, die Ahnung haben und sehr gute Fragen stellen. Aber ja, im Großen und Ganzen wird, glaube ich, immer noch völlig unterschätzt, wie schwer es überhaupt ist, dieses Rennen bis zum Ende zu fahren und wie das auch einen wurmt, wenn man zum Beispiel mal eine Etappe nicht schafft, wenn man aussteigen muss, einen Hungerast hat, krank wird. Mhm. Also das sind ja wirklich 3 Wochen höchste Belastung. Und obwohl wir Profis sind und dafür leben und dafür topfit uns vorbereiten, stehe ich jedes Jahr bei jeder Grand Tour wieder am Start und denke mir, na mal schauen, ob ich es dieses Jahr wieder schaffe oder dieses Mal schaffe, die zu Ende zu fahren. Weil ja, also am Start von so einer Grand Tour würde ich immer sagen, die Chancen sind 50-50, dass ich das hier zu Ende bringe oder nicht, weil ein schlechter Tag reicht, um nach Hause zu fahren. Und ich habe immer noch, auch nach so vielen Jahren, immer noch einen Mordsrespekt vor den Grand Tours, gerade vor der Tour de France, weil die ist wirklich brutal schwer. Und ich glaube, das wird völlig unterschätzt, so dieses, dass man auch, also man ist ja, ich sag mal, wenn man dann als Beispiel Anfahrer, Sprinter ist und dann ist eine Bergetappe, dann wird einem ja gar keine Beachtung geschenkt, weil so sportlich gesehen spielst du da keine Rolle auf der Etappe. Aber dass ich mindestens genauso aufgeregt bin vor der Etappe wie der GC-Fahrer, klar, der ist aufgeregt, weil der halt eine gute Leistung bringen will, aber ich bin aufgeregt, weil ich einfach in dem Rennen drin bleiben will und ich halt irgendwie weiß, wenn es blöd läuft, bin ich halt nach 6 Kilometern abgehangen und kann die ganze Etappe mit 10 Mann fahren. Da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Also es ist wirklich, das ist, glaube ich, in den Köpfen manchmal noch nicht so angekommen, dass wirklich das so brutal schwer ist, obwohl man Profi ist, scheißt man sich wirklich vor vielen Etappen richtig in die Hose und denkt sich, wie soll ich das überhaupt packen? Also zumindest ist es bei mir auch so. Also bei mir noch so und bei vielen anderen auch. Ja. Das ist nicht so, dass das so Daily Business ist. So, ja, okay, jetzt fahre ich hier mal die 2 Pässe und dann ist gut. Sondern ich habe da richtig Respekt vor und bin richtig nervös. Krass. Und man denkt sich, okay, geil, man freut sich wie ein kleines Kind, wenn man es dann wieder geschafft hat, auch wenn man mit einer halben Stunde Verspätung da ankommt. Aber ja, man hat immer wieder, vor jeder Bergetappe denkt man sich, okay, hoffentlich habe ich heute einen guten Tag, dann sollte ich es eigentlich schaffen, aber wenn nicht, ey, dann kann das auch böse ausgehen.
Krass, ja. Siehst du, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, so, ob das für dich Business as usual ist, weil im Triathlon ist es so, da hast du irgendwie so 3-4 Rennen als Profi und das ist halt wirklich dann, es soll ja auch eine Belohnung sein, auch wenn es natürlich auch, musst damit deine Brötchen verdienen, aber okay, krass, ja, also dass du dann noch wirklich auch richtig, wie sagt man, das Feuer im Arsch brennt oder so, ja. Und aber wie ist das dann, also wenn du dann bei der Tour fährst, sagen wir mal, es steht jetzt eine krasse Bergetappe an und du hast halt wirklich Respekt vor und auch Schiss irgendwie, ist es dann eher so, dass du denkst, im Rennen, sage ich mal jetzt, scheiße, ich schaffe das hier gerade nicht und das ist für dich so ein Ding, was dich wurmt, oder denkst du dann eher so, scheiße, ich schaffe das nicht und was denken jetzt die anderen so? Wo ist da der Fokus bei dir? Sowohl als auch. Also bei mir ist es ja auch schon vorgekommen, dass ich die Tour mal nicht beendet habe. Einmal bin ich in den Bergen nach Hause gefahren, genau aus dem Grund, weil ich nicht gut genug war oder ja nicht den besten Tag hatte. Und du hast halt immer so deine Referenzpunkte, also dieses bekannte Gruppetto, was es im Radsport gibt. Ja. Also ich weiß natürlich schon vor der Etappe, okay, so das sind meine Pappenheimer, sag ich mal, so die Sprinter, die Sprinter und die Fahrer, die sind ungefähr auf meinem Leistungsniveau. Und wenn ich bei denen bleiben kann, dann sollte ich eigentlich kein Problem haben. Natürlich beginnt das Kopfkino, wenn du am Berg auf einmal merkst, okay, ich werde langsamer, ich kann nicht mehr. Und genau die Fahrer, wo du im Kopf weißt, bei denen müsste ich bleiben, du kannst halt nicht bei denen bleiben. Dann bin ich erstmal extrem bei mir, dass ich so natürlich denke, okay, fuck, was ist hier gerade los? Und für mich ist immer klar, dass ich versuche immer die Etappe zu beenden. Wenn ich dann aus dem Zeitlimit fliege, fliege ich halt raus, aber aussteigen ist für mich keine Option. Das heißt, ich will die Etappe auf jeden Fall beenden. Aber ja, natürlich würde ich lügen, wenn man dann vielleicht irgendwie alleine abgehangen da hinten rumfährt, dann denkt man sich natürlich auch, sowohl bei den Fans am Streckenrand als auch vielleicht bei den Leuten vom Fernseher oder die das Rennen an sich verfolgen, denkt man sich natürlich, okay, was denken die jetzt? Ey, was ist denn mit dem Zabel los, dass der jetzt hier da alleine abgehangen ist und die Tour aussteigen muss? Die Gedanken macht man sich natürlich auch. Also da würde ich lügen, wenn mich das nicht beschäftigen würde. Weil ich auch meinte, erst so mit den Fragen, mir sind zwei eingefallen, die ich gerne mal wissen wollen würde, die so als Außenstehender man sich vielleicht manchmal denkt, so, wie ist das eigentlich? Und da ist nämlich eine Sache mit diesen, ich habe zum Beispiel von Lude mal gehört, so, da hat er auch mal seine Art Storys so ausgepackt und da meinte er so, ja, in der ersten Bundesliga oder jetzt in eurer Liga, da fährst du ja so eng beieinander, dass du bist ja wie so ein Spielball eigentlich, so nicht? Du, ist halt kein Spielraum. Und da habe ich mir gedacht, so, ist es nicht extrem mental anstrengend, ständig in diesem Pulk drin zu sein, wo du nicht wirklich, du musst ja reagieren eher, oder ist es eher so eine Art Gewohnheitssache, dass es mental nicht fordernd ist, aber ich stelle es mir halt vor, als wenn es extrem anstrengend ist, immer im Pulk zu fahren und gar nicht mal jetzt wattmäßig an, das ist ja nicht anstrengend dann, aber ob es dann mental extrem anstrengend ist. Voll, es ist sehr, sehr anstrengend, in den heißen Phasen im Pulk zu fahren, man merkt wirklich einen Riesenunterschied, ob es jetzt gerade nervös ist oder ob entspannt gefahren wird. Also obwohl wir uns natürlich immer im Pulk bewegen, gibt's, so würde ich es mal einteilen, man fährt so die Hälfte oder vielleicht zwei Drittel der Zeit sogar wirklich relativ entspannt im Feld, wo es jetzt keine großen Positionskämpfe gibt, wo sich jeder irgendwie da, wo er aufhält, wo er zufrieden ist. Aber es gibt natürlich dann immer so diese Schlüsselstellen im Rennen, wenn man weiß, okay, da wird es extrem technisch oder da ist der entscheidende Moment, da wird die Attacke kommen und dann baut sich das natürlich auf, irgendwie, dass so 10, 20 Kilometer davor die Positionskämpfe beginnen und dann gibt es halt eben nicht mehr irgendwie diesen 1 Meter links und rechts Platz, den man vielleicht davor noch hatte, wo es entspannt war, wo man mal eben easy nach vorne fahren kann, dann gibt es halt eben keinen Platz mehr. Das sind dann genau diese berühmten Fernsehbilder, wo halt wirklich Zentimeter an Zentimeter gefahren wird und wie du sagst, wenn man mitten im Feld ist, reagiert man nur noch und das ist mental ziemlich anstrengend, weil natürlich 180 Fahrer dasselbe Ziel haben, irgendwie nach vorne zu fahren, nach vorne zu kommen im Feld. Dann hat man noch meistens den sportlichen Leiter im Ohr, der einem immer wieder dasselbe sagt, so, ja, wir müssen jetzt alle vorne fahren. Das sagt natürlich aber auch jeder sportliche Leiter im Auto. Und das ist natürlich ganz klar, dass wenn halt dann durch die Schlüsselstelle nur 20 Fahrer passen, die 20 haben es halt dann gut gemacht von der Position und die anderen 160 halt eben nicht. Das ist halt, so ist es halt.
in gewisser Weise gewöhnt man sich daran, aber ich von mir muss sagen, und das ist bei den meisten Rennfahrern so, ich habe immer wieder, es gibt immer wieder so diese Überwindung, so, wenn du merkst, es geht jetzt los, dann hat man schon so ein Unbehagen im Gefühl, so, oh nee, jetzt muss ich da wieder durch, so, oh, jetzt geht der Stress wieder los, dass man erstmal eigentlich keinen Bock drauf hat, und da muss man sich aber mental wirklich überwinden, so, ey, ich muss halt jetzt, so, wenn ich hier irgendwie an dem Rennen teilnehmen will, muss ich da jetzt dran teilnehmen, und das klappt an den meisten Tagen gut, aber es gibt auch mal Tage, wo man es halt nicht hinkriegt, und dann ist man halt nicht bereit, diesen Positionskampf zu machen, aber dann hat man leider auch bei dem Rennen dann keine Chance mehr. Das Einzige, was womit man sich halt trösten kann, ist, dass man da unter Profis halt fährt, ne? Also wenn du kannst halt davon ausgehen, dass wenn dir vor dir einer bremst oder eine Kurve kommt, es kommt natürlich auch öfter mal zu Stürzen, aber eigentlich sind das alles Profis um dich herum, und dann hat man auch, wenn man Schulter an Schulter fährt, da ein gewisses Vertrauen, dass die Jungs um einen herum da einen guten Job machen. Und ich glaube, das wäre schon was ganz anderes. Also bei einem Social Group Ride erschrecke ich mich manchmal mehr, weil einfach so bei mir so dieses Urvertrauen in die Fahrer vor mir ist, wo ich dann viel zu nah am Hinterrad fahre bei dem vor mir, und auf einmal bremst der abrupt, wo ich mir denke, warum bremst du jetzt? Hier ist doch gar nichts. Und das ist eigentlich für mich als Profifahrer viel gefährlicher, dass ich den anderen Fahrern um mich herum zu viel, also bei einem Social Ride dann zu viel zutraue. Ja, das stimmt, ja. Ja, und zu den Positionskämpfen wäre noch meine zweite Frage. Ich hatte irgendwann mal gehört, bei der Tour, also es ist auch so diese ungeschriebenen Gesetze, spielt das so ein bisschen drauf ab, so. Ist es so, dass wenn jetzt ein Team, sage ich mal, ein Underdog-Team, das ist jetzt auf einmal stark so die Saison, darf das dann einfach, sage ich mal, vorfahren in so einem Feld? Darf das seine Position behaupten, oder gibt es da irgendwie ungeschriebene Gesetze, dass die großen Teams sagen so, nee, wir sind jetzt hier erstmal am Zug und dann guckt ihr mal, was ihr macht. Gibt's ja, da sowas, voll, also sicherlich ist so der Rang in der Gesamtwertung, das wird schon respektiert. Also das heißt jetzt, das Team vom gelben Trikot oder die Zweiter, Dritter, Vierter in der Gesamtwertung sind, die sind eigentlich meistens auch in der Position vorne eingereiht. Der Respekt wird einem schon gegeben, aber ja, jetzt zum Beispiel, ich kann bei Israel Premier Tech, wo ich fahre, wir sind ein Team, was jetzt nicht so super respektiert wird im Feld, und da musst du schon jedes, also wir sind jetzt halt kein Team Ineos oder Jumbo Visma, dass wenn wir vorne fahren, dass dann gesagt wird, alles klar, die wissen da, was die machen, und da muss ich sagen, zum Beispiel in den Sprints, du musst dir immer wieder bei jedem Rennen aufs Neue deinen Respekt erkämpfen, also das kann ich ganz klar sagen, wenn eine Grand Tour losgeht, dann ist wirklich, alle starten eigentlich auf demselben Platz, bei Null, und dann werden die, dann wird, sag ich mal, so ein bisschen das Ranking im Feld, das wird halt ausgefahren am Anfang, und dann nach den ersten 3-4 Tagen merkst du schon, okay, werde ich jetzt respektiert hier oder werde ich eben nicht respektiert, und das ist ganz sportlich, wird das ausgefahren, und aber ich sag mal, das ist dann auch nochmal wieder unterschiedlich von einer Flachetappe zu einer Bergetappe, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, dass es eine Bergetappe ist, dann gehe ich auch nicht so in den Positionskampf, wie ich es natürlich im Sprint mache, weil ich natürlich weiß, okay, sobald wir in den Berg sind, werde ich eh abgehangen oder spiele keine Rolle. Und dann ist natürlich, dann bin ich auch ehrlich, dann will ich da den Bergfahrern auch nicht irgendwie auf den Sack gehen, weil die denken sich auch, ey, jetzt kämpfst du mit mir um irgendwelche Hinterräder, um dann in zwei Minuten abgehangen zu sein. Und da kenne ich dann auch meinen Platz, so, ne? Wenn halt eine Sprintetappe ist, dann ist halt der Spieß umgedreht. Dann sage ich halt auch zu dem Gesamtklassementfahrer oder zu dem Bergfahrer so, Kollege, bin ich aber an der Reihe. Und was halt auch mal, glaube ich, richtig spannend wäre, auch nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht zu hören, jetzt sagst du ja, du bist ja auch irgendwo Markenbotschafter, finde ich zumindest so, für deinen Radsport, für den Rennradsport auch in Deutschland, aber auch eben Kritiker so, das mögen auch irgendwie viele, dieses Authentische, dass du halt auch wirklich mal sagst, was irgendwie nicht so, ja, was halt vielleicht nicht so richtig läuft. Was mich zum Beispiel auch irgendwie immer stört, ist zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Rennen guckt, ja, und dann weiß man eigentlich schon, es ist diese Absprache mit dem Teamfunk, der fahren jetzt die Ausreißer los, und alle Beteiligten, glaube ich, wissen schon, die werden eh eingeholt aufgrund des Teamfunks, und dann werden Sachen, kannst ja alles berechnen. Und da denke ich mir so, wie langweilig wäre das dann im Fußball, wenn man wüsste, das Underdog-Team ist jetzt 2-0 vorne, verliert aber 3-2, oder der beste Schwimmer im Triathlon wird eh noch eingeholt. Das ist halt logisch so. Und da denke ich mir so,
müsste doch eigentlich im Radsport dann was mal was dagegen tun, so nicht? Also mir ist schon klar, was dahinter alles steckt, so nicht? Da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir könnten den Teamfunk rausmachen, dann aber du weißt schon, was ich sagen will, so nicht? Dass es einfach auch so aus Zuschauersicht eigentlich ziemlich langweilig dann ist. Ja, das sind ja auch Punkte, die ich ja auch schon angesprochen habe. Also der Teamfunk ist ja so bei den meisten Fahrern wie so ein zweites Gehirn einfach. Der sportliche Leiter, der dir genau die Sachen sagt. Und das begünstigt natürlich alle Rennfahrer, die vielleicht jetzt nicht den besten Taktiksinn haben, weil die dann dadurch das gar nicht so brauchen, weil die halt einen sportlichen Leiter haben. Aber Rennfahrer, die einen gewissen Renninstinkt haben, für die ist es natürlich ein Nachteil, dass es einen dauernden Fluss an Informationen gibt und dass es natürlich dadurch berechenbar wird und vor allen Dingen auch zu berechnen, wie du sagst. Ich spreche mich immer wieder dafür aus. Es wird ja auch Optionen geben, dass man mal probiert, dass vielleicht nur, wenn man jetzt mit 8 Fahrern da fährt, dass vielleicht nur 2 von den 8 Fahrern einen Teamfunk haben. Ich wäre großer Fan davon, dass im Radsport Teamfunk und auch vielleicht ein Wattmessgerät im Wettkampf, also im Training natürlich, man soll damit trainieren, dafür ist es da. Aber ja, wenn man halt schon so, also es ist ja einfach so, wenn jetzt ein Bergfahrer in den Berg reinfährt und er hat sein Wattmessgerät da, dann weiß er natürlich auch ganz genau, was ist meine 20-Minuten-Leistung, was ist meine 30-Minuten-Leistung, wie viel kann ich über eine Stunde fahren. Dann hat er natürlich einen Richtwert, an dem er sich orientieren kann. Was halt nicht passieren wird, ist, dass der in den ersten 5 Minuten so überpaced, dass der komplett in die Luft fliegt dann. Aber genau sowas wird halt passieren, wenn vielleicht kein Wattmessgerät da ist, weil du halt dann einfach nach Gefühl fährst. Also es wäre schon möglich im Radsport Dinge zu verändern, um das Ganze vielleicht wieder spannender und vielleicht auch ein bisschen menschlicher zu machen, weil ich glaube, der Radsport, dem wird es gut tun, wenn bei dem einen oder anderen Rennen mehr Überraschungen passieren würden, wenn mehr Fluchtgruppen durchkommen. Und wenn halt auch einfach Fehler passieren. Ne? Also ich glaube, Fehler, also in dem Sinne, dass man sich halt verkalkuliert, dass man, das wäre ja schon spannend. Aber ist es realistisch? Also ich glaube nicht. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Aber man weiß nie. Die UCI ist jetzt ja auch nicht dafür bekannt, dass die jetzt die schlauesten Entscheidungen trifft Fahrrad, oder auch die im Sinne des Sports manchmal. Also es wär schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wie wirklich die Chancen dafür stehen, kann ich wirklich schwer sagen. Jetzt mal abgesehen von dem Tourfunk und Wattmesser, hatte ich mir so gesagt, so wenn du jetzt doch dann so eine, oder ihr Fahrer, ihr habt ja auch eine Vereinigung, eine Gewerkschaft, so eine Audienz bei der UCI hättet, so was würdet ihr dann fordern? Oder was fordert ihr vielleicht auch, was gar nicht so in dem Mainstream so vielleicht publik ist? Was euch wirklich angeht und ich glaube, das Allerwichtigste ist sicherlich die Sicherheit, dass halt, es kommt immer wieder zu Rennunfällen, wo man einfach dann im Nachhinein weiß, das wäre vermeidbar gewesen aufgrund der Streckenführung. Ich glaube, das wäre wirklich der absolute Punkt Nummer 1, dass man halt Strecken fährt, wo unnötige Risiken rausgelassen werden, wo irgendwie nicht auf Spektakel, es ist ja schon so, dass manche Rennen fährt man und denkt man sich halt auch, okay, diese Passage wurde jetzt nur eingebaut, weil dann Stress entstehen soll, vielleicht passiert ein Sturz und dann haben wir hier großes Spektakel. Das muss halt einfach nicht sein. Dann kommt ganz viel, also das Radsport ist ja immer noch ziemlich, obwohl das eine Profisportart ist, ist es ja so, du musst dich selbst krankenversichern, du musst selbst in deine Rente einzahlen. Also wenn du mal irgendwann aufhörst mit Radsport, dann hast du dich selber rentenversichert. Ne? Also da gibt es nicht irgendwelche Regularien, dass das Team das für dich machen muss. Das ist schon alles sehr... Da kommt der Expertenberuf dann. Das ist dann schon alles ein bisschen wackelig, so wie das geregelt ist. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Ja. Also so wirklich viel Sicherheit hast du ja nicht. Also das ist ja so, dass du hast deine Vertragslaufzeit und wenn dein Vertrag ausläuft, hoffst du halt einen neuen Vertrag zu bekommen und aber irgendwann wird bei jedem der Tag kommen, da gibt es halt keinen neuen Vertrag oder du sagst halt, okay, ich höre auf, weil ich nicht mehr will. Aber dann musst du halt einfach neues Leben anfangen. Ne? Dann hast du das, was du dann in deiner Karriere verdient hast du.
Im besten Falle ist das, hast du dann viel Geld auf dem Konto, aber bei den meisten ist es halt schon vielleicht so, dass man davon leben kann eine Weile, aber man hat sicherlich nicht ausgesorgt. Also die wenigsten haben nach einer Radsportkarriere ausgesorgt, das muss man ganz klar sagen. Und da gibt es natürlich, da würde es noch viel Potenzial geben, das Ganze besser zu machen. Wenn wir an Fernsehrechte denken, die Fahrer sind nicht an Fernsehrechten beteiligt, die Teams sind nicht an Fernsehrechten beteiligt. Also es gibt ja, wenn man zu den amerikanischen Sportarten zum Beispiel rüberschaut, gibt es ja extrem viele gute Beispiele, wie man so eine Liga attraktiv machen kann, sodass auch alle davon profitieren. Und im Radsport ist es einfach noch so, die Rennveranstalter, die Teams, die Fahrer, der Weltverband, alle kämpfen so um ihr Stückchen Kuchen, aber anstatt sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, wir backen einfach einen größeren Kuchen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, das passiert halt nicht. Man kämpft nur untereinander, wer hat das größte Stück vom Kuchen. Und leider ist es so, dass die Rennfahrer, die ja eigentlich so die Schauspieler in diesem Theaterstück sind, dann immer noch am kürzesten kommen. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass es noch nie geklappt hat, dass sich alle Rennfahrer mal an einen Tisch zusammensetzen und dasselbe wollen. Also dann selbst wenn 100 Fahrer sagen, wir gehen jetzt hier rechts, dann sagen halt die anderen 200, wir gehen hier links. Das muss man natürlich auch einfach sagen, dass wir Rennfahrer untereinander uns auch nie einig sind, was halt natürlich einfach unsere größte Angriffsfläche ist. Ich habe noch eine Sache, würde mich nochmal interessieren, weil es mich persönlich auch irgendwie gerade ein bisschen so eine Sache ist. Und zwar, dann kommen wir nämlich zu der Überraschung, die ich ja schon dreimal angekündigt habe. jetzt hast du ja auch schon gesagt, man hat halt nicht genug Zeit, man will überall dabei sein. Jetzt machst du ja dann auch noch die Doku so, aber irgendwie hat ja der Tag auch nur 24 Stunden. Und ist das auch ein Thema so bei dir oder so bei euch? Dann ist ja auch jetzt Familie, dann ist man irgendwie noch Social Media, kommt auch noch dazu. Und du hast ja auch mal gesagt, so dieses FOMO-Ding ist auch so ein bisschen bei dir drin. Ist das so ein Thema, was dich gerade, also als ich so 28 Jahre alt war, so ist zum Glück noch nicht so lange her, da hatte ich auch so stark dieses Thema so, irgendwie rennt mir die Zeit weg, ich habe nicht genug Zeit für alles. Ist es auch so eine Sache, die dich beschäftigt, oder kriegst du das alles richtig gut unter einen Hut? An manchen Tagen so, an manchen anders. Also ich habe schon auch generell das Gefühl, dass, also ich bin schon jemand, ich mag es, wenn viel los ist. Da bin ich ehrlich, ich kann schon eher wenig damit anfangen, wenn ich jetzt gar keine Termine habe oder gar nichts los ist, dann habe ich schon auch irgendwie das Gefühl, okay, wie langweilig ist mein Leben gerade so. Also ich mag es schon, wenn ein bisschen Trubel ist, da bin ich ehrlich. Aber ansonsten, ich kann sagen, bei mir hat Priorität natürlich immer erstmal mein Training. Das ist halt mein Job, dass ich Radprofi bin. Und das kommt auch immer als erstes. Also als erstes wird immer erstmal trainiert. Und dann an den Trainingsplan hinten an, je nachdem, wie viel Training ich pro Tag habe, plane ich natürlich dann, okay, nehme ich nochmal einen Podcast auf, mache ich nochmal dies, mache ich nochmal das. Social Media geht mir tatsächlich sehr leicht von der Hand, weil ich plane da nichts. Also ich habe da jetzt keinen irgendwie Plan, dass ich jetzt dann an dem Tag das poste und dann das. Das passiert halt einfach, je nachdem, was passiert. Ich glaube, das ist auch einfach am authentischsten, als wenn du da irgendwie ewig irgendwelche Posts planst. Und tatsächlich ist es halt dann noch der Podcast und vor allen Dingen auch War. Und das stelle ich aber hinten ans Training an und an die Wettkämpfe an. Und wenn ich dafür Zeit habe, dann investiere ich halt da Zeit noch rein. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber ich musste auch lernen, mal oft Nein zu sagen zu Dingen, wo ich sage, okay, das wächst mir dann über den Kopf. Von daher habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass ich das noch ganz gut unter einen Hut bekomme. Wenn du vielleicht, meine Frau fragst, wird die dir was anderes sagen. Das wollte ich gerade fragen, nämlich ob alle auch mitspielen dann. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich kriege manchmal auch einen auf den Deckel und dann trete ich wieder ein bisschen kürzer. Also passiert natürlich auch. Ich würde sagen, ich schieße jetzt mal hier los, und zwar, ich teile mal meinen Bildschirm, um kurz noch vorab zu schießen. Eigentlich war es was live geplantes. Ich glaube, die Person schaut auch gerade zu, aber wir haben es jetzt doch ein bisschen anders hingedeichselt. Und ich teile mal eben meinen Bildschirm und mit Audio, ja bitte. So, jetzt müsstest du meinen Bildschirm sehen. Ja, den sehe ich. Und
Jetzt haben wir hier einen Kollegen. Und ich spiele einfach mal ab. Hier mal drei Fragen in seinem Namen zu stellen. Die Fragen sind ursprünglich von den Matze Hirschler. Ich denke, du kennst ihn. Und da hat der Sören mich gebeten, mich zu überraschen und einfach mal dir die Fragen zu stellen. Und weil ich ja weiß, dass ich mir Fragen einfallen lasse, beziehungsweise aussuche, wo ich weiß, dass du total ehrlich und authentisch antwortest, weil nur so kenne ich dich. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal beginnen. Und es geht natürlich einmal um die Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft. Die Vergangenheit, die Frage bezieht sich gar nicht mehr nur so auf die Vergangenheit, sogar auch auf das Heute. Hört sich kurios an, ist aber ganz einfach. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer würde es einfach mal interessieren, woran erkenne ich heute noch das Kind in dir? Ich könnte die Antworten pauschal rausrasseln, aber die Leute wollen es von dir hören. Also, woran erkenne ich heute das Kind in dir? So, hier stoppe ich mal an der Stelle. Boah. Wen haben wir da gerade gesehen also, eigentlich? Ja, na klar, Penny. Oder gehört muss man auch sagen. Von mir, den Michael, der auch schon, ich glaube, in 3 Folgen Plan Z zu Gast war und in Berlin wohnt und über die Jahre ein sehr, sehr guter Freund von mir und meiner Familie auch vor allen Dingen geworden ist. Und woran erkennt man das Kind in mir? Ich glaube, ich bin immer noch der gleiche, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller bin ich im Endeffekt immer noch der gleiche schadenfrohe Typ, der sich gerne mal über andere auch kaputt lacht oder sich für keinen, also nie um über jemanden zu lachen, sondern immer meistens halt zusammen mit dem, der sich selber nicht zu ernst nimmt. Aber ja, der schon auch gerne mal einfach einen provokanten Spruch raushaut und mal schaut, wie das so ankommt. Und ich nehme mich nicht zu ernst und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber. Dass, wenn ich merke, dass sich jemand sehr ernst nimmt, dann hat das, glaube ich, schon, dann hat das mit mir nicht so leicht, weil dann kann ich den, glaube ich, schon ziemlich auf die Palme bringen. Das trifft wahrscheinlich dann auch auf die Youngern zu, auf die, dass man auch die mal einen schnellen Spruch gedrückt bekommt. Auf jeden Fall. Aber die sind auch ganz gut im Zurückschießen. Okay, genau das macht's ja auch aus. Das macht's aus, ja. Ja. Na gut, okay, also machen wir mal weiter. Und dann natürlich auf die Gegenwart bezogen habe ich mir die Frage ausgesucht: Was denken andere über dich, was gar nicht stimmt? Das ist, glaube ich, sehr interessant. Da kann man vielleicht mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und was denken andere, was gar nicht stimmt? Boah, das ist auch schwierig, ne? Also, wenn ich das wüsste. Aber natürlich ist es in meiner Wahrnehmung, wenn man, ja, wenn ich dann, wenn, was ich glaube, was viele denken, ist, dass ich vielleicht meinen Sport nicht so ernst nehme. Ich glaube, das trifft es am meisten. Mhm. Genau, was wir gerade besprochen haben. Also, genau weil ich irgendwie war oder einen Podcast mache, die ganzen Dinge nebenbei. Ich glaube, dass viele einfach ja so ein bisschen so, ja, der ist ja Podcaster, der ist Influencer, der ist alles außer Radprofi. Ich glaube, das ist so ein Vorwurf, der leicht und schnell kommt. Ich glaube aber, das stimmt wirklich nicht. Also wenn man mit mir mal eine Zeit lang verbringen würde, dann wird man, glaube ich, schon sehen, dass ich meinen Radsport sehr ernst nehme, meine Leistungen sehr kritisch beachte. Ich glaube auch, ich mein größter Kritiker selber bin, wenn ich nicht mit mir zufrieden bin oder weiß, ich bin nicht fit oder ich habe ein Kilo zu viel, was auch immer, da beschönige ich nichts, das weiß ich immer am allerbesten selber. Da gehe ich auch hart mit mir ins Gericht und ich glaube, der eine oder andere wird sich wundern, wie diszipliniert ich bin, wie viel ich trainiere, wenn man so, ich teile ja auch manchmal so meine Zahlen, was dann so zusammenkommt und ich glaube, da wird mir schon öfter auch Unrecht getan, dass ich vielleicht nicht so ganz professionell bin oder meinen Sport nicht so ernst nehme. Ja. Da fällt mir gerade noch die Frage ein, trackst du dann auch wirklich die Sachen? Also ihr habt doch jetzt auch diese Sensoren, so nicht, dass man auch Schlaf trackt. Das müsst ihr auch machen, nicht? Whoop, meinst du? Das machst du dann noch? Ich habe es beim Giro gemacht, ich fand es auch ganz gut und ja, also wird jetzt immer mehr im Sport und habe ich mich sicherlich auch schon mit beschäftigt, ob ich das in der Zukunft mal anfange, ja. Okay. Gut, dann hören wir mal noch bis zum Schluss rein, mal gucken. Die Zukunft.
auch die Frage könnte ich beantworten, aber das sollst du tun. Die Zukunft, da habe ich mir die Frage ausgesucht, welche Regeln willst du brechen? Und du bist ein Mensch, der geht immer seinen Weg. Ich hoffe, es ist okay, dass ich die Fragen gestellt habe. Viel Spaß beim Beantworten. Wir hören und sehen uns. Liebe Grüße und euch allen noch einen schönen Tag. Ciao. Welche Regeln möchte ich brechen? Vielen Dank erstmal an Penny. Das sind gute Fragen. Und vor allen Dingen merkt man auch, dass es, das sind so Fragen, die er natürlich mit einem Ziel oder mit einem Hintergrund stellt, weil er mich sehr gut kennt und ich auch oft lange Telefonate mit Penny habe, wo man natürlich sehr privat spricht. Und ich glaube, welche Regeln möchte ich brechen, ist so ein bisschen, er hat ja auch gesagt, auf die Zukunft angelegt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich habe gar nicht so eine richtige Regel, aber ich glaube, das geht auf meine Radkarriere, wird das abzielen, wie lange ich das Ganze eigentlich noch machen werde. Weil natürlich, ich merke natürlich auch, dass was ich nebenbei mache, dass das ganz gut ankommt. Und ich frage mich dann natürlich auch immer so, okay, kommt das jetzt gut an, weil ich das als Radprofi mache? Oder wird das vielleicht noch viel mehr abgehen, wenn man sich nur darauf konzentriert? Und momentan habe ich schon noch ganz klar die Meinung, dass ich glaube, ein Podcast, den ich mache, dass der attraktiv ist, weil ich Radprofi bin, weil ich irgendwie die Storys aus meinem Leben teilen kann. Aber ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf Regeln ausgeht, was er sagt, ist, also dieses typische Radsportler-Ding ist ja, ich mache das so lange, wie ich kann, bis ich 38 bin, bis ich tot vom Rad falle, so übertrieben gesagt. Wir haben schon drüber geredet, also ich glaube, so viel kann ich sagen, bis 38 werde ich es nicht machen. Also jetzt nochmal 10 Jahre, das weiß ich relativ sicher. Ich plane immer nur mittelfristig und nicht zu lang. Und ich glaube, das ist schwierig zu sagen, aber da werde ich einfach auf mein Gefühl hören, ob das dann am Ende bis 36 ist oder bis 33 oder bis 30. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, genau das meint er so, dass wenn du, ich werde nicht weitermachen, nur um weiterzumachen, sondern ich werde schon das machen, was mein Herz mir sagt. Herz über Kopf so ein bisschen. Ja, ich glaube, das kann, ja, Herz über Kopf, genau, stimmt. Ja, wahrscheinlich, es ist auch unbewusst, dass du es schon machst auch irgendwo, nicht? Wie du schon sagtest, dass du halt nicht den Weg gehst wie die anderen Profis, die dann, da kriegst du halt mal eins über den Deckel so mit einem Spruch reingedrückt, was ja alles nicht der übliche Weg so ist, aber ja, halt deinen Weg gehst so. Sieht man auch bei den Fußballern übrigens auch nicht, wenn da jetzt welche unter 30 aufhören, da ist erstmal ein Riesenaufschrei, so wie kann man das machen, so ganz nach dem genau. Motto. Dabei, ja. Ich meine, im Endeffekt muss man sich ja von niemandem rechtfertigen und man kann machen, was man will. Ja. Und Stand jetzt ist es, dass ich meinen Job als Radprofi liebe und ich auch, so viel kann ich ja verraten, auch auf jeden Fall noch einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben habe. Also dementsprechend okay. Werde ich das auch auf jeden Fall, also ich werde nicht dieses Jahr aufhören, da muss ich keine Sorgen machen. Ich werde auf jeden Fall noch dem Radsport eine Weile erhalten bleiben. Nur, wie gesagt, also ist bei mir gibt es jetzt keinen 10-Jahres-Plan, wo ich mir dann denke, okay, und dann fahre ich genau bis zu dem Alter, sondern wenn Tag X kommt und eine andere Option kommt, die attraktiv ist, die einen mehr reizt, dann glaube ich, bin ich schon ein Typ, der vielleicht nicht zweimal überlegt. Aber Stand jetzt kann ich sagen, ich werde auf jeden Fall noch eine ganze Weile Radfahren. Macht euch keine Sorgen. Ja. Geil. Ja, Rick, ich würde sagen, wir schließen hier mit den Fragen von Penny. Das wollen wir einfach mal so stehen lassen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Dankeschön. Und ich fand es super spannend. Ich glaube auch viele, viele, die auch mir schon privat so geschrieben haben, als es wussten, dass du hier in die Folge kommst, haben auch schon, wie immer, so schön die Flammen da geschickt und auch schon ja, ein paar Nachrichten geschickt, dass sie sich schon sehr drauf freuen. Das weiß ich. Das ist nicht nur dahergesagt. Und ja, danke für deine Zeit und hoffe ich mal, vielleicht gibt es ja auch noch eine 4.0-Folge dann zwischen Hobby trifft Profi. Ja, mal gucken. Das wird es bestimmt geben, da mache ich mir keine Sorgen. Vielen Dank für deine Einladung. Ich glaube, das war wirklich ein sehr intimer Talk, den wir hatten und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Folge kommt gut an. Macht euch, wo auch immer ihr das gerade hört, einen schönen Tag und danke dir, Sören, für den Podcast-Einladung.